Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den Dilophosaurus. Die Unterarten habe ich auch schon durchgeschaltet, aber ich glaube, die sind diesmal nur optisch. Und ich glaube, ich nehme da den ganz normalen, den finde ich, glaube ich, am coolsten. Oder wir nehmen den mit dem, diesen bisschen breiteren. Ne, ich glaube, ich nehme den ganz normalen. Sind jetzt auch erstmal wieder winzig, wie immer. Und wir starten mitten in der Wüste. Wir müssen wieder direkt als erstes Mission machen. Blutsteinkristalle. Das sind bestimmt die roten hier, oder? Oh, ich glaube, wir sind größer, als ich gerade dachte. Das sieht echt lustig aus, wie der läuft. Der wobbelt so hin und her. Aber der hat richtig viel Ausdauer. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit gesprintet. Und der hat fast nichts verloren. Ich glaube, das wird später sehr angenehm werden. Ja, ein paar Kristalle brauchen wir noch. Einen noch. Damit haben wir die erste Mission. Jetzt sollen wir Äste beseitigen. Ich habe keine Ahnung, wo Äste sind. In der Wüste habe ich jetzt keine gesehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich so ein bisschen in ein anderes Gebiet rennen. Ich renne mal hier oben auf die Wiese. Oder hier sieht es sogar so ein bisschen so aus, als wenn hier Äste wären. Na guck mal, es sind tatsächlich welche. Perfekt. Und als nächstes stehen Kakteen auf der Liste. Die sind ja eigentlich immer relativ easy. Und ab zur nächsten Mission. Voll der schöne Spot hier. Einfach so eine Oase in der Wüste. Können wir denn hier trinken? Ah, da ging's gerade. Dann trinken wir uns hier mal schnell voll. Und dann müssen wir zu einem Ort gehen. Termiten Valley. Da bin ich mal gespannt. Da laufen wir gleich als nächstes hin. Oh, wir haben es auch schon die nächste Wachstumsstufe. Das heißt, wir können gleich schon Fähigkeiten lernen. Das ist sehr gut, aber erstmal gehe ich jetzt zu dem Ort da. Dann haben wir auch hier den Stegoberg abgearbeitet. Das seht ihr oben rechts den Fortschritt. Und jede Mission bringt mir halt 20%. Ich habe jetzt auch zwei neue Attacken gelernt. Ich kann jetzt einmal so einen Blutungsschadenbiss. Und wir können jetzt unseren Mageninhalt gegen Movement Speed eintauschen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, unser Mageninhalt geht dann runter. Und wir können schneller laufen für 20 Sekunden nur, okay. Ob mir das so viel bringt, das hat ja echt viel Mageninhalt gezogen. 20 Sekunden ist halt echt nicht so viel. Ist halt zum Flüchten ganz gut, aber ich glaube, das werde ich dann wieder verlernen und einfach den normalen Biss stattdessen reinmachen. Es hat auch mega hohen Cooldown. Ich glaube, das ist nicht worth it. Wie schnell der sich hinlegt. Wahnsinn. So, genau, das war dann hier. Dann mache ich hier wieder den normalen Biss rein. Verursacht mittleren Schaden und das hier ist schwerer Blutungsschaden. Und dann haben wir die beiden. Ich tausche die dann nochmal eben von der Position. Das ist, denke ich mal, ganz gut dann. Jetzt gehen wir gemeinsam zu dem Ort da vorne. Wir müssen jetzt auch was zu essen finden. Wir haben echt viel Mageninhalt jetzt verschwendet damit. Aber man muss es ja mal ausprobieren, ne? Und da sind wir auch schon beim Ort. Und wir sollen jetzt hier noch Insekten sammeln, okay. Vielleicht können wir die ja sogar essen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach, hier, okay. Können wir einfach hier am
Termitenhügel machen. Dann ist es ja nicht ganz so spannend und essen können wir die leider auch nicht. Aber wir müssen jetzt sogar noch direkt zum nächsten Ort. Also die Mission dauert echt lange. Oh, gibt's Fressen. Oh, das ist ja perfekt. Gut, dass wir die Mission gemacht haben. Dann können wir uns hier auch wieder vollfuttern. Und dann sollen wir einen Knochen abliefern. Ja, den können wir gleich hier mitnehmen. Die liegen ja direkt neben uns. Beziehungsweise vor uns. Sehen wir aus wie so ein Hündchen mit einem Knochen im Mund. Wir müssen da vorne hin. Oh, das ist auch nochmal ein Stück. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwo runter. Das wäre ganz gut. Ja, wir haben gleich schon wieder die nächste Wachstumsstufe. Ich glaube, dann fehlt uns nur noch eine. Dann sind wir ganz ausgewachsen. Aber wir haben die Mission fertig. Hier ist irgendwas anderes. Ich habe übrigens gerade noch so einen Clown-Angriff gelernt. Der soll wohl auch guten Schaden machen. Also vielleicht brauchen wir den Biss halt wirklich nicht mehr. Vielleicht kann ich dann diese Notfall-Speedboost-Ding da doch noch lernen. Und wenn es mal knapp wird, dass wir das aktivieren. Aber wirklich nur im Notfall, weil es halt so viel Fressen abzieht. Direkt vor uns. Als ob er sich ausgelockt hat. Okay. Ja, super. Aber wie geht denn das so schnell? Muss man da nicht immer irgendwie eine Zeit warten, weil er ist ja noch gesprungen vor mir. Ah, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Hätte jetzt natürlich gegen den gekämpft, aber kann man machen nix. So, jetzt habe ich auch meine finalen Attacken gelernt. Ich habe jetzt einmal diesen Clown-Angriff. Der macht hohen normalen Schaden. Dann haben wir diesen Biss, der hohen Blutungsschaden macht. Dann haben wir einen Schrei, der uns tankier macht. Für eine Minute anscheinend. Das stand nämlich nicht dabei. Jetzt wissen wir es. Also eine Minute halten wir dann mehr aus. Ich glaube 20%. Und das mit dem Mageninhalt, dass wir schneller werden, das haben wir ja gerade schon getestet. Das mache ich jetzt nicht nochmal, weil sonst halt wir wieder Hunger haben. Das möchte ich ja nicht. Aber ich renne jetzt da vorne zu dem großen Federsee. Dann haben wir nämlich noch eine Mission erfüllt, weil wir brauchen noch ein paar Marken für den Skin. Und ansonsten bin ich jetzt bereit zu kämpfen, würde ich sagen. Wir sind auch fast ganz ausgewachsen. Also jetzt können die Gegner gerne kommen. Oh, da vorne ist was. Problem ist, ich verbrauche super viel, wenn ich schwimme. Ich komme hier nicht rüber, oder? Ja, wenn ich jetzt rüber schwimme, ist halt ein Problem. Da habe ich keine Ausdauer. Vielleicht kann der ja rüber schwimmen. Ich mache einfach mal aufmerksam auf mich. Wer hätte ja Bock. Der Skin sieht übrigens schon ziemlich cool aus. Ich glaube, der ist aber verschwunden. Schade, schade. Aber wäre ich jetzt rüber geschwommen, das hätte auch nicht geklappt. Ich bin super langsam, was Schwimmen angeht. Der hätte ich ewig gebraucht und die ganze Ausdauer wäre weg gewesen. Das Licht am Ende des Tunnels. Wir kommen in den Himmel. Aber ich wollte hier gar nicht lang. Sah nur gerade so beeindruckend aus mit der Sonne. Ich wollte eigentlich hier rechts. Ich finde es auch cool, wie der läuft. Der hat auch einen super krassen Wenderadius. Also ich glaube, kämpfen mit dem wird sehr, sehr nice. Er ist halt aber nicht der schnellste, ne?
Da müssen wir dann echt aufpassen. Da müssen wir in viele Haken schlagen, damit wir unsere Gegner verwirren. Na, ich hoffe, wir überleben den Sprung hier runter. Och, gerade so. Wir sind schon leicht auf den Boden aufgekommen, aber keinen Schaden bekommen. Es versucht hier hochzukommen. Ja, da kann ich leider nicht viel machen im Wasser. Ja, die verfolgen mich. Er flüchtet wieder ins Wasser. Schade, schade. Ist halt immer das Problem, wenn man am Wasser kämpft. Die können jederzeit flüchten. Aber ich habe ihm schon ordentlich Blutungsschaden gemacht. Das Croc kommt. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwo hängen bleibe hier. Ich habe es zweimal getroffen und es flüchtet wieder. Trau dich, in mich reinzuspringen. Tu es. Er hat leider nicht getroffen, aber er wollte. Schade, schade. Ich hätte ihn sonst aus dem Wasser natürlich geholt, so weit wie möglich, und dann zerhackt. Bin jetzt schon wieder ein ganzes Stück gewandert. Leider keine anderen Dinos hier mehr gesehen. Ich glaube, die sind halt wirklich alle am Krater. Na, ich gebe trotzdem nicht auf. Zur Not mache ich halt an einem anderen Tag weiter. Weil dieses Kämpfen am Krater, das ist halt einfach nichts für mich. Ihr könnt da gerne auch mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Ich bin aber wahrscheinlich auch ein bisschen selber schuld, dass das so ist, weil ich spiele halt auf einem Server ohne Regeln und sowas. Und ich glaube, da ist das einfach normal. Es gibt ja auch Server mit irgendwelchen Regeln, dass man nicht mixpacken darf und sowas. Da wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber ich bin immer ein bisschen zu faul, diese ganzen Regeln mir zu merken und zu studieren. Aber ja, vielleicht werde ich das in zukünftigen Videos mal machen. Ihr könnt ja gerne mal Serverempfehlungen in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt schon öfter so einen deutschen Server auch gelesen. Ich weiß den Namen leider gerade auch nicht auswendig. Aber dann muss ich da vielleicht mal vorbeischauen oder so. Oh, da läuft direkt gleich was an uns vorbei. Ich ruhe mich gerade aus. Knapp. Ein Alioramus, ne? Nee, Freundchen. Ich werde den jetzt jagen.
Die Felsen hier sind ein bisschen nervig fürs Laufen. Ich denke aber, mit unserem Blutungsschaden können wir hier mehr reißen. Oh, ich habe gerade meinen Mageninhalt verbraucht. Das wollte ich gar nicht. Ich mich verdrückt. Er rennt davon, aber er blutet halt noch. Das ist echt gut. Oder war gerade voll der Leck? Wir haben noch einen Hit gelandet. Jeder Hit ist gut. Wieso leckt es denn jetzt gerade so beim Kämpfen? Das verstehe ich nicht. Er rennt davon, aber er blutet schon stark. Er will die Wand nutzen. Ich habe ihn nicht getroffen. Auch nicht. Okay, das war ein Hit. Aua. Aber wie gesagt, er blutet. Wir können eigentlich entspannen. Wir müssen aufs offenere Feld, wenn es geht. Okay, geht da in die Ecke. Er rennt davon. Er blutet auch nicht mehr. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir ihn wieder hätten. Aggressiv rein. Er blutet wieder. Und nochmal. Wir müssen unsere Wendigkeit weiter nutzen. Der ist schon stark angeschlagen. Na, der macht's nicht mehr lange. Ich habe halt leider nicht mehr so viel Ausdauer. Ich kann bestimmt Face tanken, oder? Komm, wir versuchen's. Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Aber leider können wir den nicht essen, oder? Oh nein, wir haben richtig Hunger und können den nicht essen, weil er im Wasser ist. Sehr, sehr ärgerlich. Ah, sorry, ich hoffe, die Lecks haben gerade nicht zu sehr gestört im Kampf. Beim Zuschauen. Ich muss gleich unbedingt das Spiel neu starten, weil sonst habe ich das eigentlich nicht gehabt. Das waren so ganz komische Ladelecks oder so. Ich starte am besten den PC mal eben neu und dann geht's weiter. Dann suchen wir uns Essen. Oh, wir brauchen jetzt ganz, ganz dringend was zu essen. Aber eigentlich sind doch hier an der Küste immer diese Kadaver und diesen Haien oder sowas. Und dann sollten wir... Ach, guck mal hier. Genau, die meine ich. Ich hoffe, die können wir essen, weil das ist ja irgendwie Aas, oder? Das gut geht. Aber mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Hauptsache, der Magen ist gefüllt. Nicht, dass wir jetzt einen Debuff oder so kriegen dadurch. Ich habe jetzt übrigens auch die Taste für diese Fähigkeit, die das Essen verbraucht, umgelegt, dass ich da nicht mehr aus Versehen drauf komme.
Das ist jetzt eine Taste, die ein bisschen weiter weg ist, weil gerade wollte ich das eigentlich gar nicht benutzen. Da wollte ich eigentlich diesen Schrei benutzen, dass der uns Tankia macht. Aber, naja, passiert. Wir haben es ja überlebt und wir haben es geschafft. Deswegen ist es halb so wild. Ich bin jetzt, glaube ich, schon in der Nähe vom Grüntal. Das heißt, da werde ich jetzt mal vorbeischauen. Oh, hier vorne ist ein Kentro. Oh, ich glaube, gegen den wird's hart. Der ist doch so sau schnell, oder nicht? Oh, wenn ich gegen den laufe, kriege ich auch Blutungsschaden. Das ist nicht so geil. Oh Gott, laggen tut er auch. Hä? Okay. Was ist denn heute los? Okay, der entweder liegt am Server oder an seinem Ping. Das ist nicht so geil. Hä, wie er sich einfach vor mich teleportiert. Wie mies. Okay, ich muss hier weg. Wir flüchten. Gegen so einen Gegner zu kämpfen ist nicht so geil. Oh, guck mal, hier vorne wäre ein Argentinosaurus. Meint ihr, den schaffen wir? Ist der relativ klein. Ah, ich blute auch. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich glaube, ich kriege Schaden, wenn ich gegen den renne. Kann das sein? Ich weiß nicht, hat er ein Schweifi? Bis jetzt hat er ihn nicht benutzt. Vielleicht sollte ich ihn hinten angreifen. Ich glaube, der hat kein Schweifi. Und am Schweif kann ich ihn halt perfekt treffen. Ah, aber er kann nach hinten treten mit den Beinen. Habt ihr das gesehen? Oh doch, er hat einen Schweifhieb. Okay, never mind. Und da kommen jetzt aber auch noch andere Saurier leider. Größere. Aber wir müssen die Blutung aufrecht halten, wenn es geht. Oh Gott, ich häng fest. Ich halt Schaden, wenn ich gegen ihn renne, habe ich das Gefühl. Aber den Schaden muss ich in Kauf nehmen. Wir müssen ihn schön bluten lassen.
Klappt ganz gut. Aber wir kriegen halt auch jedes Mal Schaden, wenn wir gegen ihn rennen. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssen ihn immer wieder angreifen wegen der Blutung. Ich tapp mal ganz kurz Ausdauer. Und dann geht's weiter. Noch blutet er. Solange er blutet, ist gut für uns. Ich habe auch noch meinen Schrei, dass ich ein bisschen tankier werde. Vielleicht sollte ich den gleich mal machen und dann sehr aggressiv reingehen, wenn wir wieder Ausdauer haben. So, und weiter geht's. Er blutet immer noch. Jetzt schön aggressiv. Oh nein, wir kriegen Besuch. Ah, der hilft uns, so wie es aussieht. Ah, nicht getroffen. Ist immer vorne echt gefährlich, weil wir da nicht durch und durch rennen können. Da bleiben wir mal hängen. Der macht gerade nichts. Vielleicht bleibt er stehen wegen der Blutung, ich weiß es nicht. Und von vorne kommt auch wieder der andere. Na, schade, dass der sich einmischt. Oh, jetzt kommt ja auch noch mehr. Oh nein. Quetzal kommt noch. Auch irgendwas anderes Größeres. Ja, der wird jetzt meine Beute abgesnackt, so wie es aussieht. Da liegt er. Schade, schade. Ja, das ist halt immer das Blöde hier, ne? Hier mischen sich halt immer Leute ein. Naja, ich hau ab. Ich muss weg von dieser Wiese. Hier ist doch irgendwas im Busch. Ein Rex oder sowas. Direkt vor mir. Oh Gott. Beiß ihn. Er hat mir auch einen Schweifhieb gegeben. Ist halt mies in so einem Gelände. Ich hätte gerne ein offenes Gelände, muss ich sagen. Bleibt halt überall hängen. Ich hab ihn zweimal gebissen. Ich versuche ihn aufs offene Gelände zu locken. Ja, versucht gerade Precise Movement. Damit ich mich nicht nähern kann von der Seite.
Ja, will sich da an die Ecke drücken. Eine fiese Stelle. Oh, ich habe ihn auch nicht getroffen, so ein Mist. Jetzt habe ich ihn wieder getroffen. Getroffen. Oh, er hat mich auch getroffen. Und manchmal treffe ich ihn halt nicht am Schweif, weil der zu hoch ist. Ich glaube, ich muss vielleicht springen, aber dann verbrauche ich so viel Ausdauer. Ne, springen ist auch zu hoch. Okay, interessant. Das ist ganz schön tricky. Ja, oben treffe ich ihn. Ich muss echt nah an den Körper rangehen, um ihn zu hitten. Das ist ein Problem. Das ist ein Ausdauerring. Ich sehe ihn ja gerade noch. Da vorne ist er. Versteckt sich im Wald. Blutet aber noch, oder? Oh nein, ich häng vor ihm fest. Oh Gott, diese ganzen Bäume. Ja, hier im Wald ist echt schlimm. Mit den kleinen, flinken Sauriern. Ich glaube, er blutet gerade nicht mehr. Wir müssen jetzt einen Hit landen. Das war wichtig. Er hat versucht, mich mit seinem aufladbaren Biss da zu treffen. Ich würde so gerne auf der Wiese kämpfen. Im Wald ist echt böse. Ey, man bleibt überall hängen. Ist ganz schlimm. Aber hier liegt halt auch so viel Müll rum, ne? Die ganzen Baumstämme, kleinen Felsen und so. Wenn ich ihn dann angucke, beim nach vorne laufen, ist halt immer fies. Oh nein, er hat mich getroffen mit seinem Charge Bite. Ja, er kommt auf die Wiese, das ist gut. Da haben wir ihn auch nochmal gut gehittet.
habe ihn wieder nicht getroffen. Wieder ein bisschen zu hoch. Da habe ich ihn getroffen. Ja, wir lassen das Blut wirken. Ist alles entspannt. Bisschen Ausdauer tanken am besten. Ich weiß halt nicht, wie gut das Blut wirkt. Ich bin wieder leider nicht getroffen. Er hat so eine hohe Körperhöhe, das ist echt schwer reinzubeißen. Oh shit, da habe ich kassiert. Das war schlecht. Da habe ich nicht angetäuscht. Meinte, ich kann mich kurz hinlegen? Ne, er geht. Ne. Brauchen halt die Ausdauer. Ja, wir müssen ihn nochmal treffen. Er ist so schwer, ihn zu treffen. Ich muss halt auf seinen Körper zielen, aber da muss aufpassen, dass ich nicht hängen bleibe an seinem Körper dabei. Der Größenunterschied ist schon mies. Der macht mir halt super viel Schaden. Ich muss ihn halt super oft treffen. Ich weiß halt auch nicht, wie weit ich bin, was sein Leben angeht. Es kann halt sein, dass er noch nicht mal angekratzt ist. Haben ihn getroffen. Aber er blutet nicht. Habe ich ihn doch nicht getroffen? Doch, er blutet. Oh nein, da mischte ich wieder ein. Das gibt's doch nicht. Das hat man leider echt viel zu viel an diesen Spots, wo halt viel los ist, dass sich andere Spezies einmischen. Der wird da einfach von einem Quetzal gerettet. So ein Mist. Kann gut sein, dass wir jetzt draufgehen, weil wir sind echt viele Crocs in dem Wasser. Aber ich muss jetzt hier trinken. Der Server restartet eh bald. Also mal schauen. Das war klar. Aber hier sind halt auch super viele Crocs. Aber Leute, das soll es jetzt auch mit dem Dilophosaurus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.